Jungster. Kuckuck. Er steht plötzlich hinter dir. Ich bin der Beste in meiner Klasse. Ich trainiere jeden Morgen. Es ist aber gerade 0.45 Uhr. Solltest du denn nicht schlafen, wenn du morgens trainierst, mein Kleiner? Kraftreserve. Ist einfach zu effektiv. Zwischen Level 30 und 40 lernen die Pokémon alle unglaublich viele Attacken. Das ist gut. Macht Spaß. Tatsächlich dadurch. 1000 XP. Und gewonnen. Verdammt, meine Pokémon müssen stärker werden. So, das noch ein Item. Schnabuliere ich mir einfach mal. Superball. Guck. Ich habe noch nie verloren. So, Voltoball. Psychokinese. Mal gucken, ob das reicht. Hat gereicht. 2000 XP. Und hier noch eine Kraftreserve. Oh, ich wurde schon wieder paralysiert. Schweinerei. Haben wir trotzdem hier Schnabel. Nicht sehr effektiv. Trotzdem hat es gereicht, um ihn zu töten und Level 38 zu werden. 300 Pokémon-Dollar. Mein erster verlorener Kampf. So, jetzt haben wir hier wieder die Cherry Berry. Haben wir die drauf. Engineer Braxton. Da ich vermute, ein Engineer wird irgendwie Elektro einsetzen. Wechseln wir mal kurz. Sandgrab. Die Attacke ging daneben. Sandgrab. Gespannt auf Mittwoch? Was ist am Mittwoch? Irgendwas habe ich da vermutlich verpasst. Was ist denn am Mittwoch? Kannst du mich kurz aufklären? Vorsichtig, ich lege hier ein paar Kabel. Was ist denn am 1.8.? Hab ich irgendwas verpennt? Ich putte mich erstmal ein. Ausbildungsanfang? Und warum fragst du mich das? Ich bin Student. Ich habe mit Ausbildungsanfang nichts zu tun. Bist du denn gespannt auf 1.8.? Nee, ich habe keine Ausbildung. Das war elektrisierend. Ich war den schon besiegt. Ja, kein Ding. Alles gut. Aber du bist ja wahrscheinlich schon ausgebildet. Freust du dich schon auf neue Azubis? Ich bin gerade erst Trainer geworden, aber ich denke, ich kann gewinnen. Ich denke nicht. Neue Azubis, die man dann quälen kann. Schlitzer! Was Sternenschauer? Na gut, dann gebe ich dir einen Kopfnuss. Bam! Batz. So, wechselt. Nochmal Schlitzer einfach, würde ich sagen. Ich glaube, Bodenattacken ging, wäre aus der Luft logisch nicht effektiv. Legen wir einfach nochmal auf, wie schlitzt. Meine Pokémon konnten nicht gewinnen. Bin nicht groß genug geworden, ja, würde ich sagen. Er knutscht mich schon. Ich habe meine Pokémon sehr sorgfältig aufgezogen. Sie sollten jetzt bereit sein. Und da bin ich immer gespannt. Was macht ihr normalerweise mit neuen Azubis am ersten Tag? Einfach mal so aus Interesse. Sandgrab! Also die müssen ja wahrscheinlich jede Menge... Bei Papierkram ist doch eigentlich schon durch sein, oder? Schau auf da nochmal. Oder haben die dann erstmal nur sowas wie einen ersten Schultag, wo erstmal ausgeteilt wird von wegen hier, das ist euer Lehrplan und da müsst ihr da und da sein. Tschüss, tschüss, danke und bis bald. Okay. Die hätte ich auch noch nicht, sehr schön. Die wollte ich dann noch. Los geht's, aber nicht schummeln. Am ersten Tag nur die Firma rumgeführt, okay. Das ist ja dann relativ entspannt. Erster Tag für die. Landgrab, sehr schön, dann bist du tot. Super effektiv.
Machen die noch nichts irgendwie Produktives, was Lernen so angeht am ersten Tag? Hm? Hier ist irgendwas nicht richtig. So, dann kommen wir zum Rocker Luca. Luca, 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 Lal, Luca, Lal, Luca, Lal. Gib mal her. Elektrizität ist meine Spezialität. Ich weiß nichts über irgendwelche Pokémon des Meeres. Das ist cool, weil ich habe gerade Bodenattacken. Ich sandgrabe dich einfach zu Tode. Special Defense? Was ist irgendwie dieses Stärkboden oder sowas, ne? Ah, gut funktioniert, würde ich mal sagen. Und wir buddeln uns das mal ein. Ah, verdammt, Selbstzerstörung kommt vor dem Einbuddeln. War mir nämlich so klar, dass er jetzt Selbstzerstörung macht, deswegen wollte ich mich eigentlich einbuddeln. Level 39. Nö. Rausgezogen! So. Amper haben doch normalerweise. Ach, scheiß drauf, ich mein Pikachu wird es schon schaffen. Ich suche für einen nach einem Mondstein. Hast du einen gefunden? Kann ich gerade nicht nachgucken. Hätte sie mich nicht angegriffen, hätte ich nicht sagen können, ob ich einen gefunden habe. Donnerblitz. Okay, du hast überlebt. Schweinerei. Machen wir nochmal hier. Slam. Bam. Ist Slam eigentlich effektiv genug? Ne, für die Hälfte reicht nicht. Hornattacke. Schweinerei. Donnerblitz. Tot. Sehr schön. 8000 XP, 400 Dollar. Uns fehlen nur noch 5000, dann haben wir die 80.000 zusammen. Und hier liegt noch Item. Eisen gefunden. Sehr schön. Hier ist noch ein Fischermannchen. Den müsste Pikachu eigentlich locker bumsen. Was beißt an? Du weißt nie, was du fangen könntest. Das würde ich nicht fangen wollen. Ein Magikarp, ja. Das würde ich nicht fangen wollen. Ist ja schrecklich. Was bist du denn? Der hässliche Bruder von Carpador oder was? Alter Schwede. Ja. Ah, ich hab's verloren. Stern, du. Tschüssi, Black Dust. Viel Spaß noch. Und bis bald. Eine weise Person hat einmal gesagt, um der Beste zu sein, musst du den Besten schlagen. Werde der Champion. Ja, die Psycho-Pokémon reden. So. Picknicker. Nehmen jetzt alle mit. Ich brauche die Level. Ich habe Carbos in einer Höhle gefunden, als ich dort am Durchsuchen war. Würde ich mal sagen. Entladung! Alles noch nicht so schwierig. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie überlevelt gerade. Entladung! Oder habt ihr schon eine Idee, was ihr machen wollt mit dem? Und du willst mir nur nicht verraten, für den Fall, dass irgendjemand das hier sieht und dann vorgewarnt werden würde. Würde ich auch verstehen. Ah, verdammt, ich hab's vermasselt. Ja, der Vogeltrainer. Meine Vogel-Pokémon wollen dich bekämpfen. Entladung. Muss eigentlich reichen. Zack. Level 40. Donnerblitz. Tot. 7000 XP. Cool. Das war mein halbes Level. Das ist cool. Mein Taubsi und mein Tauboga Kombination haben verloren.
So, Picknicker, Susi, halt. Guck, guck. Ich möchte der beste Trainer werden, solange ich noch ein Kind bin. Okay. Warum? Warum gerade, solange noch mein Kind ist? Psychokinese. Wir machen einfach immer abwechselnd, ne? Psychokinese und Kraftreserve. Das ist eh immer ein One-Hit ist anscheinend. Psychokinese sogar. War ein bisschen langweilig, muss ich mal so sagen. Das war das böse Wort. Es selber in dem Stream auszusprechen, aber ich finde es halt gerade ein bisschen einfach. Die Herausforderung fehlt. Zip. Oh, ich hab verloren. Ja. Hatte ich nicht mehr irgendwas, um PP wieder aufzufüllen? Ist doch Elixier, ne? Hier. Zack. Oh, sind alle wieder aufgefüllt bei Elixier. Ich dachte mal, das wäre nur eins gewesen, das wieder aufgefüllt wird. Nehmen wir das mal mit. Wow, deine Ohren sind voll cool. Oh, das ist Wasser. Wie hast du denn Wasser? Oh, trotzdem tot. Machen wir direkt nochmal. Kopf gewonnen. Nicht genug, nicht genug. Das war auch mal weniger. Glaube ich weniger los hier. Klar spiele ich mit dir, mein Schätzchen. Kraftreserve. Papp. Und dann heile ich mich noch und dann krieg ich XP. Psychokinese. Und dann habe ich wieder gewonnen, dann heile ich mich noch und krieg XP. Das ist ein ziemlich einfacher Loop gerade. Miracle Eye. Ich habe noch keinen großen Unterschied gemerkt, dass ich unter Ultra streame. Ich habe es einfach mal gemacht. Du hast ja gesagt, wenn am Ende ist es mir egal und du hast gemeint, ich soll es mal probieren. Das werde ich, glaube ich, sehen, ist, wenn ich die Woche gestreamt habe, so ein bisschen. Oder frag mich Mittwoch vielleicht nochmal. Mittwochabend bin ich ja tatsächlich wieder am Stream. Ah, du kleines Biest! Das Wunderauge erlaubt es, einen Dunkeltypen von Psycho-Attacken getroffen zu werden. Außerdem erlaubt es, ein schnell ausweichendes Ziel getroffen zu werden. Das ist quasi ein Debuff, auf dem ich dem Gegner gebe. Richtig? Ist das richtig verstanden? Das ist natürlich eigentlich ganz cool, da sonst die Dunkeltypen nicht von Psycho-Attacken getroffen werden. Aber ich will Psycho eh nicht gegen Dunkel einsetzen, weil Dunkel doch gegen Psycho super effektiv ist. Also, nee. Das ist ja eh eine ineffektive Strategie. Hier oben ist kein Item mehr oder irgendwas ähnliches. Also können wir jetzt zurückgehen. So, zack, 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 zack. Da ist wieder der Birdkeeper. Hier, komm her. Kommst du nicht raus, oder was? Ich werde nicht verlieren. Nicht, wenn ich Rückenwind habe. Um es mal frei zu übersetzen. Ich glaube, du hast nicht so viel Rückenwind, weil Psychokinese einfach Wind egal ist. Du fliegst dann trotzdem durch die Gegend. Change your Pokémon. Psychokinese. Zack, tot, heilen, XP, tot, heilen, XP, tot, heilen, XP, tot, heilen, XP. Tatsächlich kannst du mir besser sagen, ob es das geholfen hat, weil ich ja aktuell gar nicht weiß, wie viele Zuschauer ich habe. Ich weiß nur, dass du der Einzige bist, der schreibt. Aber ob ich noch mehr Zuschauer habe oder ob du auch der einzige Zuschauer bist, das weiß ich tatsächlich gar nicht.
Leckdust wusste ich bloß, dass er da ist, weil er geschrieben hat, dass er da ist, bevor du Hallo gesagt hast, zumindest. 9000 XP, sehr schön. Ah, der Wind hat sich gedreht. Deswegen, bei Blackdust weiß ich auch, dass der, glaube ich, eher so ein Lurker ist, der kommt mal rein, der sagt Hallo und dann zockt er selber was. Und währenddessen guckt er halt zu. Was guckst du so dumm? Und dann verabschiedet sich wieder anscheinend. Und du bist halt jemand, der viel schreibt. Und sonst weiß ich nicht, ob jemand da ist. Ich guck mir das zwar hinterher ab und zu mal an. Ach, Selbstverstörung. Aber das weiß ich halt jetzt nicht. 7000 XP. Wieso treffen meine Bodenattacke gegen Smogger nicht? Die treffen einfach nicht. Oh, da sind sie viel am Gucken, das freut mich natürlich. Aber ich weiß nicht warum, aber ich kann meinen Bodenattacken Smogger nicht treffen. Das trifft bestimmt auch nicht. Ah lol, diese Selbstzerstörung geht daneben. Ha! Ha! Was ein Timing. Level 40. Und wir gehen wieder, buddeln daneben. Obwohl es eigentlich eine 100% Trefferrate hat, nur dass ich jetzt gerade die Selbstzerstörung ausweiche. Weil der Levitation hat, dann ist das wirklich ein ziemlich starkes Gift-Pokémon, wenn Bodenattacken, die gegen Gifts effektiv sind, nicht treffen. Das ist ja mega fies. Ich habe extra nachgeguckt, ob der irgendwie fliegen. Also der hat halt keinen Flugtyp. Das ist ja nicht entwickeln. Verdammt! Falscher Gang. Ich wusste nicht, dass der... Ich habe extra noch letztens in den Pokédex geguckt. Ja. Ah hier, Abilities, Levitate. Full into all ground type moves. Ja. Hätte ich vielleicht mal genauer nachgucken sollen. Das ist natürlich... dumm gelaufen. Für mich zumindest. Für mich zumindest. Hab ich mich ein bisschen blamiert gerade. Na gut. Trotzdem aber, ja, weil Boden extrem effektiv ist, ist das ja dann voll stark. Jetzt kann ich gerade mit Flug gegen Flug. Du musst TMs benutzen, um den Pokémon gute Attacken beizubringen. Ich finde, die Pokémon lernen selber schon ziemlich gute Attacken. Ich finde das gar nicht so schwierig. So notwendig. Pikachu Level 40. Ich würde Xatu wieder einsetzen. Und dann irgendwann mal mein Turtok weiter trainieren als nächstes wahrscheinlich. Das hat ja gar nichts gemacht bei mir. Ach, okay. Ich wollte gerade sagen, hast du überlebt? Nee, hast du nicht. 800 XP für beide. Also 1600 insgesamt ist ja nicht so viel. Ich habe mich auch mit allen auseinandergesetzt. Ja, du weißt auf jeden Fall immer deutlich mehr als ich. Also du scheinst dich schon mehr damit auseinandergesetzt zu haben als ich. Ich habe halt einfach die letzten Editionen nicht mitgenommen. Wodurch ich halt viele Sachen nicht weiß. Ah, noch nicht gut genug. So, hier ist die Safari-Zone, oder? Grinden für E4? Was ist das denn E4? Moment, Elite-Challenge? Wait, wo ist... Bin ich denn hier? Was zur Hölle? Guten Morgen, Trainer. Willkommen im Berry Tower. Möchtest du deine Pokémon heilen? Ja. Okay. Dann, muss ich mal einen Blick wagen. Hier ist sie zurück. Bitte schön. Einen schönen Morgen. Wo bin ich hier? Ich rede ja mal an. Ach, die Elite 4 meinst du? Alles klar. Ich habe einfach nicht geschalten, was die Elite 4 sind. Willkommen, Lein. Schön, dass du hergefunden hast. Möchtest du die Bären-Challenge heute machen? Okay. Okay. Was ist die Bären-Challenge? Vermutlich Tränen, die ich besiegen muss, ganz viele. Und gucken, wie weit ich komme und dann kriege ich Bären entsprechend. Ich bin dein
schlimmster Albtraum. Ich trage nämlich Shorts. Ist mir doch egal, ich trage selber Shorts. Ich kann den Fuß noch nicht hoch genug nehmen. Also selber Shorts an. Aber das ist aber schon mal passender Anfang. Ja. Elektro-Pokémon. Oh, mit Elektro, mit Donnerschlag, aber das ist ja komplett ineffektiv. Komplett ineffektiv. Und ich buddel dich einfach zu Tode. Okay, jetzt tauschen wir hier zu Pikachu. Mega, mega. Was Sternschauer, das ist okay. Du machst Entladung, dazu müsstest du eigentlich tot sein. Oder auch nicht. Ein Giftschlag ist eklig. Und Slams reichen nicht noch. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein verdammter Ernst, dass jetzt Slam daneben geht. Wieso geht ein Slam immer daneben? War aber eine 75% Chance zu treffen. Okay, Slam ist eine Kackattacke. Direkt zweimal im Stich gelassen. Wasserschweif. Bam. Wake up Slap. Das ist nicht so schlimm. Ich habe nicht geschlafen. Aber ich kriege hier 0 Pokédollar fürs Gewinnen. Mein Golbat! Kann ich jetzt hier den Beleber benutzen? Revive oder so? Ist doof. Ja, Revive. Pikachu. Sehr schön, kann ich benutzen. Aber ist jetzt die Challenge noch okay? Weil das ist ja eine Bären-Challenge. Jetzt mal nach vorne. Ich würde lieber bei einem Picknick sein. Okay. Kann ich nachvollziehen. Wasserschweif. Ich hoffe, es trifft. Es trifft, sehr schön. Mit dem harten Spiel oder so, Play Rough ist ja einfach nur heftig spielen sozusagen. Und das ist kacke, jetzt brauche ich Vulpix. Vulpix. Mega Drain. Mega Drain ist nicht effektiv dafür. Reicht da theoretisch schon Glut aus? Nee. Aber jetzt reicht Glut auf jeden Fall. Blub. Feuerball! Ich hätte auch mein Psycho-Ding einsetzen können, ne? Das müsste gegen Kampf doch auch effektiv sein. Egal, jetzt ist es tot. Und verbrannt. Ich kriege keine XP, fällt mir gerade so auf. Oh, Wigglytuff, nimm meinen Korb. Du kriegst mal noch eine Beere. Und du kriegst eine Beere. Und du kriegst eine Beere. Du bist der 17. der sich in den Bären-Tower eingetragen hat. Ach, wie die Pflanze. Warum direkt Pflanze? Loop. Knock off. Au. Hey. Nicht die Leftovers runterschmeißen. Was soll denn das? Psystrahl. Psychokinese. Pikachu, du bist dran. Donnerblitz, das muss sofort tot sein. Das muss sofort tot sein. Donnerblitz. Ja, nicht tot. Fuck. Dann ist Pikachu wieder gestorben. Shit. Zerschneider. Shit. Oh, Kabutops. Giftschlag? Nee. Du bist doch Bodenwasser, ne? Sprich, ich brauche dir eigentlich Pflanze, zwangsläufig.
bräuchte eigentlich bei dir auf jeden Fall Pflanze. Das ist schlecht. Eigentlich nur mich hier versuchen. Tatsächlich gucke ich eigentlich fast alle Streams im Kinomodus. Selbst wenn ich selber noch was streame und reinlurke, gucke ich die eigentlich auch im Kinomodus auf dem zweiten Bildschirm. Ah, du kriegst vielleicht ein paar Beeren. Einfach, weil ich es angenehmer finde. Tatsächlich. Soda Pop. Xatu. Du kriegst noch das. Ich krieg ja eh nicht viel, also glaube ich ein paar Beeren, ne? Wenn ich mich hier durchknödel. Du machst auch oft einen Kinomodus. Ja, das heißt ja. Ist einfach angenehmer, ich weiß nicht. Ich finde, der Kinomodus sollte eigentlich der Standardeinstellung sein, weil das andere ist einfach nur nervig, glaube ich. Wasserpuls. Ich meine, du hast halt mehr Übersicht von wegen irgendwie Freundesliste und sowas in dem anderen Modus. Aber gucke ich tatsächlich so oder so selten rein. Wasserschweif. Blubstrahl. Auch mit dem Payback. Du bist eh nicht zuerst dran. Ein super schnelles Pokémon mit Payback ist doch Quatsch. Blubstrahl. Kraftreserve macht auch nicht viel. Kann jemand Blubstrahl machen, also weg. So. Da kriege ich ja gerade keine XP. Was für ein Turm denken Sie als nächstes aus? Es gibt echt wenig Sachen, wo mir der Chat komplett egal ist. Tatsächlich nur, wenn ich extrem große Streams mir angucke, wo halt, keine Ahnung, 10.000 Leute im Chat sind und einfach nur der Chat durchballert, dann nehme ich voll mit. Aber dann ist es auch nicht zwangsläufig zum Lurken. Ich werde dich nun mit dir kämpfen. Ich werde nur mit dir kämpfen. So. Ich hätte vielleicht meinen Foto nochmal heilen können vorher. Donnerblitz! Super effektiv. Tschüss. Ein Pokémon Magma. Bin ich nur noch am Wechseln, ey. Bin nur noch am Wechseln. Feuerschlag. Das dürfte eigentlich kaum was machen. Genau. Aber jetzt hat er sich das zurückgeholt. Lübstrahl. Ach nee, nicht verwirrt. Nein. Nein. Nicht verwirren. Ach, ich bin nicht mehr verwirrt. Wasserpuls. Lübstrahl. Was? Death Changes were eliminated? What? Ich guck wenig Streamer, die wirklich so viele Leute im Chat haben, sondern wenn dann irgendwie Events hier irgendwie zum Beispiel große Meisterschaft League of Legends oder sowas oder PUBG Event oder so habe ich jetzt zuletzt geguckt, da mache ich das halt. Boden war effektiv gegen Gift, ne? Da mache ich das, ansonsten ja, gucke ich eigentlich immer im Kinomodus im Zweifel, um da irgendwie drauf antworten zu können. Buddeln! Ha, ich werde mich nicht fliegen. Da wird tot gebuddelt. So. Ich hab verloren. So, ich bin aber hier auch gerade eigentlich am. Hier so der Pop noch. Dich auf jeden Fall. Und dann gucke ich mal, wie weit ich beim nächsten noch komme. Diese Ebene ist eine Familie. Okay. Warum ist diese Ebene eine Familie? Los, Pikachu! Der hat leider dumm auch quasi Kampf. Ah, der hat mir neben. Sehr schön. Donnerblitz! Töte ihn direkt, bitte. Nein. Ich durch Gacke. Donnerschock. Zip. Was guckst du denn eigentlich noch so für andere Streamer? Ich meine, ich könnte zwar in die Statistik reingucken, aber sehe ich nicht, was du sozusagen gerne noch guckst. Gibt es denn noch Streamer, die du so aktiv verfolgst? Ich meine, du bist fast immer, wenn ich online bin, bei mir. Das finde ich schon mal echt nett. Aber das gibt doch bestimmt, wenn ich offline bin, zum Beispiel noch jemanden, den du sonst so guckst. Wasserpuls! Takedown?
Das ist so eine blöde Normalattacke, Mann. Ja, Wasserputz. Du bist Psycho. Wasserschweif. Ich hätte einfach Biss machen können, ne? Das wäre auch. Lieber hat er noch eine dunkle Attacke. Parryk zu, wenn er im LoL zocken ist. Das müsste ich wissen, wer Parryk ist. Das entzieht sich leider meiner. Super effective? Entzieht sich leider meinem Wissen. Ah, das reicht nicht. Dann habe ich meine Bibo gerade gekillt. Ach, weil das Gift hat, ne? Bibo hat Gift, deswegen ist er super effective. Muss man Parryk irgendwie kennen? Ist das irgendwie ein Pro oder einfach nur ein Streamer? Flammenwerfer. Gurke for Life. Nee, kenne ich auch nicht. Gurke for Life kenne ich auch nicht. Ah, wir werden als Familie untergehen. Nicht Pokédex. Nicht Pokédex. Zack, 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 zack. Revive. Reviven dich nochmal. Dann haben wir noch einen Soda Pop für dich. Gluck, gluck, gluck. Joa. Was ist das hier? Gegen Schlaf. Schlafen will ich jetzt nicht mehr. Ich könnte jetzt mal hier Vulpix direkt einsetzen. Ah, No Way kenne ich, weil hier wegen Freaks for You, Maxim verfolge ich ja noch ein bisschen. Aber ich verfolge LOL so direkt nicht, als einfach nur Freizeitstream tatsächlich selber. Wie kannst du es wagen, solche gemeinen Namen zu mir zu sagen? Ich hab doch gar nichts zu dir gesagt. Sehr gut, dass ich Vulpix eingesetzt habe. Weil da wird ich direkt mal niedergebrannt, was hier Bisasam machen will. Einfach wegburnt. Du wirst weggebombt. Hey. Müsste eigentlich das noch reichen, oder? Glut. Einmal niederbrennen. Tatsächlich habe ich auch meistens wenig Ahnung, wer gerade die besten... die meisten Zuschauer hat in irgendwelchen Kategorien. Ich überlege gerade. Habe ich gegen Psychoboden eingesetzt? Oder ich bleibe einfach dabei und versuche ihn nochmal wegzubomben. Dafür, dass Fire Blast eine Genauigkeit von 85% hat, nimmt jetzt immer getroffen, ja. Muss ich bloß mal kurz sagen. Jetzt geht's daneben, pass mal auf. Ah, doch nicht. Schwenk gehabt. Und ich kann sogar noch für mich entscheiden, ohne dass ich wechseln musste. Sehr schön. Mit Pokédollar hast den Kampf gewonnen. Du bist gut. So, habe ich jetzt die Herausforderung für heute geschafft. Ich traue mich gerade nicht, bin mir gerade nicht sicher, ob ich jetzt hier geschafft habe oder ob ich jetzt nochmal kämpfen muss. Gratulation, du hast es soweit geschafft. Ich gebe dir deinen Bärenreward für deine Bemühungen. 8 Creeper Berries. Diese Bären verringern die Pokémons Spezialverteidigungs-EV und erhöhen dafür die Happiness. Jetzt bringe ich dich zurück zum Eingang. Hätte mir also hier nach links und rechts gucken können, ob hier irgendwelche Special Pokémon gehen, oder? Gibt's hier Special Pokémon? Pokémon Berry Town Encanto. Hier gibt's hohes Gras, dass ich auch reinlaufen kann. Aber ich weiß nicht, ob ich da irgendwas bekommen hätte. So, jetzt müssen wir mal hier. Ich habe einen Haufen Items jetzt dafür verballert, zumindest nur Items, die ich gefunden habe. Die habe ich nicht gekauft. Aber ich habe es dafür verballert, dass ich überhaupt durchkomme. Und diese Bären dafür zu kriegen. Nee. Enttäuschend. So. Aber das war's für heute für mich wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht, dass heute wieder Jonas Pinkeler da war, um sich mit mir zu unterhalten. Das ist auf jeden Fall schöner, als wenn ich nur selber vor mich her labere.